So, und das, was ich jetzt mal noch ein bisschen gesammelt habe, sind so typische Fehler in der letzten Prüfung nach dem Sommersemester. Und ich habe immer mal oben jetzt so, also die ersten vier Beispiele sind tatsächlich, ich weiß nicht, ob jetzt jemand seine eigene Schrift hier erkennt. Ich habe versucht, das immer weitestgehend zu verpixeln. Das sind tatsächlich einfach direkt die Schrift und die Beispiele der Studierenden. Bei den darauffolgenden Beispielen habe ich das dann einfach selber nochmal in meiner Handschrift geschrieben, um da jetzt niemandem zu nahe zu treten. Oder die Beispiele manchmal noch ein bisschen abgewandelt, aber sozusagen den gleichen Fehlertyp. Also hier ist so die Sache, diese Formel ist einfach falsch. Also P ist R mal I Quadrat, das gilt für Gleichstrom. Und vielleicht kann man das auch, wenn I der Effektivwert ist und P sozusagen die Wirkleistung, dann kann man das auch hinschreiben. Aber das I von T hier ist einfach Quatsch. Also dann müsste ja auch P von T stehen. Oder man müsste das I von T weglassen, aber so wie die Formel hier steht, ist das auf jeden Fall falsch und da kommt auch dann irgendwie das Falsche raus, weil das, was ja hier steht, dann 4 Ampere, das wäre ja der Spitzenwert. Eigentlich müsste man, wenn man das hier irgendwie richtig macht, eben den Effektivwert einsetzen. Da sollten dann nur 200 Watt bei rauskommen und nicht 400. So. Dann ist hier so in dem Beispiel, also die Formel stimmt, aber dann wurde vergessen, irgendwas einzusetzen. Also hier steht noch J Omega und hier fehlt einfach das Einsetzen von dem Omega. Hier wurde nur das L eingesetzt und dann trotzdem Ohm hintergeschrieben. Das stimmt aber natürlich nicht, weil die Induktivität ist in Henry. Wenn man mal eine Einheitenprobe gemacht hätte, hätte man auch festgestellt, dass das nicht so richtig stimmen kann, weil das Omega einfach fehlt an der Stelle. Ne, weil das sind hier eben dann auch einfach nicht Ohm. So. Dann ist noch so eine typische Fehlerkategorie. Also die Formel stimmt, die Zahlenwerte sind auch irgendwie richtig eingesetzt. Aber am Ende kommt irgendwie trotzdem großer Quatsch in der Zahlenrechnung raus. War manchmal nicht so richtig nachvollziehbar, woran das jetzt liegt. Vorzeichenfehler, Zahlendreher, 410er-Potenz, was auch immer. Ja, weiß ich immer nicht so richtig, was man jetzt als Tipp geben kann. Also wenn man solche längeren Formeln irgendwie in den Taschenrechner eintippt, ist natürlich die Gefahr relativ groß, sich da irgendwo zu vertun. Also vielleicht ist es dann schlau, jetzt nicht super viele Formeln super viele Zahlen in einer langen Formel hinzuschreiben und am Ende zu hoffen, dass das Ergebnis stimmt, sondern vielleicht mal Zwischenergebnisse aufzuschreiben und immer mal so gucken, ob die Zwischenergebnisse denn vom Zahlenwert her plausibel sind. Ja? Ich meine, bei der vorherigen Aufgabe, das ist ja auch ein bisschen komisch, dass jetzt hier 20 Ohm plus J 0,02 Ohm steht. Ne? Sowas haben wir ja auch irgendwie selten in Übungsaufgaben. Und hier oben ist auch noch so ein, ich kann ja hier mal so ein bisschen reinzoomen, so ein relativ klassischer Fehler. Ja, irgendwas R ist parallel zu C1, L1 und nochmal irgendwie einem Z1, das ist natürlich großer Quatsch. Also das, was hier gemeint ist, ist die Impedanz von der Kapazität, die Impedanz von der Induktivität. Aber ich kann ja nicht direkt eine Kapazität und eine Induktivität jetzt irgendwie zusammenrechnen, weil man eben nicht Farad plus Henry rechnen kann. Ja, weiß nicht, vielleicht klingt das als Student, Studentin nicht so wahnsinnig suspekt, zu sagen, oh, ja gut, warum soll ich nicht Farad plus Henry rechnen können? Aber man kann ja auch nicht Meter plus Sekunde rechnen. Ja? Oder ich kann nicht sagen, Matthias ist 1,82 Meter plus 70 Kilogramm. Das macht einfach keinen Sinn. Ja? Man kann nicht Größen mit unterschiedlichen Einheiten addieren. Das ist großer Quatsch. So, okay. Und das ist schon irgendwie auch wirklich ein kurioser Fehler. Also hier ist irgendwie eine Impedanz ausgerechnet und das stimmt auch alles, glaube ich, so einigermaßen von den Zahlenwerten her, die jetzt hier so stehen. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber dann wurde diese Impedanz auf jeden Fall umgerechnet in eine Zeitfunktion. Und das ist total absurd. Also wenn das hier oben ein Zeiger wäre, ja, eine Spannung, ein Strom, klar, dann steckt hinter dieser Spannung oder hinter diesem Strom steckt eine Zeitfunktion, aber nicht hinter einer Impedanz. Ne? Eine Impedanz ist ein Operator, da kann ich aus einer Spannung einen Strom ausrechnen, aus einer Strom eine Spannung, aber hinter der Impedanz steckt eben keine, auch wenn das eine komplexe Zahl ist, steckt da keine Zeitfunktion hinter. Also das hier ist grandios falsch. Aber
Deswegen kann man ja vielleicht gerade daraus lernen und sagen, okay, diesen Fehler versuche ich mal in Zukunft zu vermeiden. So, das ist auch ein schöner Fehler, wo jemand aufgeschrieben hat, hier irgendwie die Impedanz von einem Reihenschwingkreis, R plus J Omega L plus 1 durch J Omega C, irgendwie die Zahlenwerte eingesetzt hat und dann aber bei dem 1 durch J Omega C eben vergessen hat, da den Bruchstrich hinzuschreiben und den Bruch auszurechnen. Und dann ist es eben leider auch falsch, was da rauskommt. Auch hier, wenn man jetzt mal eine Einheitenprobe machen würde, würde man feststellen, Herz mal Henry ergibt Ohm, aber Herz mal Farad ergibt nicht Ohm, sondern Siemens. Und damit passt das nicht. Man kann nicht Ohm plus Siemens rechnen, sondern muss irgendwie 1 durch Siemens stehen, damit er wieder Ohm rauskommt. So, dann Frage. Das ging hier unten dann falsch weiter. Also hier kommt dann natürlich irgendwie was anderes bei raus und das mit dem, ja, selbst wenn man das jetzt irgendwie so aufschreiben würde, aus 1 durch J würde ja auch minus J werden. Ja, und also das sind meines Erachtens so ein bisschen, ich habe das glaube ich auch nochmal auf der letzten Folie zusammengefasst, das ist so ein Trivialfehler. Ja, also das ist so, also wenn man mal schon mal ein, zwei Mal irgendwie eine Aufgabe zu diesem Thema gerechnet hat, dann sollte einem sowas eigentlich auffallen. So. Also das ist so ein Anfängerfehler, den kann man machen in der Übung, ja, im Semester, überhaupt gar kein Problem. Es gibt ja hier von Piet Klocke das schöne Buch Scheitern als Weg. Ja. Also Fehler machen ist ja gut. Ja. Aus Fehlern kann man ja super viel lernen. Ich meine, deswegen zeige ich ja diese ganzen Fehler hier. Aber irgendwann muss man dann auch sehen, okay, das ist ein Fehler, den mache ich jetzt dann nicht mehr. Und das ist ein ziemlich eindeutiger Fehler. So, hier haben wir genau die gleiche Kiste. Ne? 1 durch R, 1 durch L, 1 durch C als Admittanz eines Parallelschwingkreises. Ja, was damit gemeint ist, ist 1 durch ZL, 1 durch ZC, 1, also ne, 1 durch die Impedanz oder eben die Admittanz, aber die Admittanz ist nicht 1 durch L. Also wenn, dann müsste da 1 durch J Omega L, J Omega C stehen. Das wäre richtig. Passt auch hier von den Einheiten her wieder nicht. So, das hier geht in die gleiche Richtung. Impedanz einer Reihenschaltung von Widerstand und Kapazität. Ja, 10 Ohm minus J, 10 Mikrofarad. Hier fehlt das Omega. Das passt von den Einheiten her nicht. Man kann nicht Ohm minus Farad rechnen. Und ja, wenn, dann müsste das irgendwie so aussehen. Mit 1 durch Omega C. Und aus dem J unterm Bruchstrich kann man eben auch als minus J unterm Bruchstrich schreiben. So, das ist, so wie ich hier geschrieben habe, ein wunderschöner Fehler. Selbst wenn ich ganz lange über studentische Fehler nachdenken würde, würde mir dieser Fehler bestimmt nicht einfallen. So, also das soll die Parallelschaltung sein. Wir haben einen Widerstand, wir haben drei in Reihe geschaltete Impedanzen und die werden jetzt eben parallel geschaltet. Und das, was die Person dann hier gemacht hat, ist einfach irgendwie mal rechnen und diese Dinger alle umdrehen und das Ganze auch irgendwie nochmal umdrehen. Und das, ja, sieht vielleicht, also es könnte so eine ChatGPT-Lösung sein. Ne? Das sieht, ja, jetzt haben wir da irgendwie was reziprok und irgendwie nochmal reziprok. Das ist ja vielleicht so, was man bei der Parallelschaltung macht. Aber ups, also wenn dann das eine mal das andere durch das eine plus das andere, so könnte man das rechnen. Oder eben, ja, schon irgendwie hier mit dem Reziproken, aber dann die Summe reziprok, 1 durch R reziprok, das Ganze nochmal 1 durch, dann würde da vielleicht irgendwie auch ein Schuh draus werden. So, was ist hier irgendwie Schönes passiert? Wir haben eine Induktivität, wir haben eine Kapazität, die sollten jetzt in Reihe geschaltet werden. Und was hat Studentin gerechnet? Hat die Parallelschaltung ausgerechnet. Ja, kann man machen, ist aber keine Reihenschaltung. Ja, also eigentlich hätte man einfach das eine plus das andere rechnen können, total einfach Rechnung. Hier ist irgendwie was relativ Kompliziertes. Also ein bisschen wie in dem Meme vorhin, ne? So von hinten durch die Brust ins Auge, irgendwie so meanderförmig um die richtige Lösung ringsrum, aber am Ende dann doch falsch. So, dieser Denkfehler, das sind jetzt alles vom letzten Sommersemester Prüfungssachen.
200 Ohm plus J, 200 Ohm für eine Impedanz, ja, sind eben nicht 200 Ohm mal E hoch J 45 Grad, weil da fehlt irgendwie die Wurzel 2 da drin. Ne? Wenn ich 200 Ohm in die eine Richtung gehe, 200 Ohm nach oben gehe, dann ist die Gesamtstrecke eben Wurzel zweimal so lang in dem Dreieck, wenn man sich das jetzt als ein Zeigerbild vorstellt. Ja, kann passieren, sollte eigentlich nicht. So, dann sind hier noch so ein paar schöne Sachen mit Integralen, ja, um irgendwie den Effektivwert oder sowas, Mittelwert von irgendeiner Sinusfunktion, das ist ja hier die Mittelwertformel, auszurechnen. Also hier sind mehrere Fehlerchen drin. Ne? Irgendwie die Stammfunktion vom Sinus ist nicht Sinus. Dann taucht auf einmal wieder irgendwie ein T da drin auf. Dann ist das T aber auf einmal irgendwie wieder weg. Und das ist alles total absurd. Und der Mittelwert ist am Ende irgendwie ein Sinus von Omega, was so auch irgendwie gar keinen Sinn macht. Und wenn man das mal irgendwie richtig stellen würde, also die Stammfunktion vom Sinus ist Cosinus, es gibt noch eine innere Ableitung. Und wenn man jetzt die Grenzen einsetzt von 0 bis t, dann kommt da eben einmal 1 raus oder im Prinzip minus 1 und eine 1, die addieren sich zu 0 und das wäre der Mittelwert vom Sinus über eine Periode, ist der Mittelwert 0. Ja, und das ist, also, weiß nicht, das ist auch irgendwie ein ziemlich kurioses Ding. Hier ist sowas Ähnliches, irgendwie u von t soll integriert werden, dann ist u aber eine konstante Funktion und dann taucht auf einmal ein t-Quadrat auf. Ja, so wie wenn man t integrieren würde, dann würde natürlich t Quadrat halbe rauskommen. Wenn hier überhaupt gar kein t drin steht, dann wäre die Stammfunktion einfach nur t. So. Und dann, ja, wenn ich 1 Volt über eine Sekunde integriere und durch eine Sekunde teile, sollte da 1 Volt rauskommen. Das kommt ja hier auch raus. So, und ich glaube, das ist das letzte Beispiel. Das ist auch ein sehr toller Fehler. Also wo man dann auch so ein bisschen feststellt, ja, so wahnsinnig viel Erfahrung oder so kann die Person nicht so mitgemacht haben. Da gibt es noch eine Frage. Ja. Wenn man, also der Lösungsweg sollte irgendwie nachvollziehbar sein, wenn man sagt, hier habe ich mit einem Taschenrechner irgendwie gelöst, dann würde ich das zumindest mal so als Satz mit hinschreiben. Dann ist es ja nachvollziehbar. Ja. Ja. Nee, kann man auch im Prinzip irgendwie so hinschreiben, auch dann sollte es nachvollziehbar sein. Auch wenn man so Diagramme hat, haben wir auch manchmal so eine Rechteckpulsfolge. Ja. Und dann ist vielleicht so der entscheidende Satz, also wie man aus dem Diagramm sieht, heben sich die positiven Anteile überhalb der Zeitachse und die negativen Anteile unterhalb der Zeitachse flächenmäßig gegenseitig auf. Und deshalb ist der Mittelwert 0. Ja? Das wäre ja vielleicht eine ganz gute Begründung. Wenn man jetzt einfach nur so hinschreibt, der Mittelwert ist 0, weil es so, dann ist das vielleicht jetzt an der Stelle nicht ganz so nachvollziehbar. Ja? Aber ich meine, nichts anderes weiß man ja mit der Rechnung nach an der Stelle, dass die positiven und negativen Anteile sich eben, da kommt ja die minus 1 und die plus 1 im weitesten Sinne irgendwo her. Okay, so. Was ist hier Schönes passiert? Ja, also da war irgendwie eine Impedanz gegeben, 166 Ohm mal E hoch J 41 Grad. Und dann hat die Person und eine Spannung und dann wollte die Person Strom ausrechnen, hat das in den Taschenrechner eingesetzt und hat beim Ausrechnen das J vergessen einzutippen. Ja, also vielleicht hätte ich hier auch das J wegmachen sollen. Also auf jeden Fall stand da dann E hoch 41 und nicht E hoch J 41. So. Und wenn man, ich weiß gar nicht, ob mein Taschenrechner das ausrechnen würde, aber auch wenn man E hoch 41 ausrechnet, kommt da was ziemlich Großes raus. Und wenn man eben 230 Volt durch was ziemlich Großes rechnet, dann kommt da was ziemlich Kleines raus. Ja? 2,16 mal 10 hoch minus 18 Ampere. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwie einen SI-Einheitenvorsatz hätte. Ja, bestimmt irgendwas. Atto, Femto, weiß nicht. Also auf jeden Fall super klein. Und es wäre praktisch unmöglich, überhaupt so einen kleinen Strom zu messen. Ne? Weil das sind so irgendwie ein paar Elektronen pro Sekunde oder so, die da lang sind. Keine Ahnung, müsste man jetzt mal mit der Elementarladung vergleichen, aber viele Elektronen sind es bestimmt nicht. So, und wenn man das jetzt mal richtig machen würde, dann würden da eben
230 Volt durch 160, das kann man fast im Kopf rechnen, zumindest überschlagsmäßig, dass da eben ja so ein bisschen mehr als 1 rauskommen. Ja, und wenn ich irgendwas ohne Phasenwinkel durch E hoch J 41 Grad teile, dann muss da E hoch minus J 41 Grad rauskommen. Ja, und also das heißt, das ist auch so ein, ja, so ein Fehler, den man mal irgendwie machen kann. Der sollte einem aber dann auch relativ schnell auffallen, dass das jetzt nicht so wahnsinnig plausibel ist, was man ausgerechnet hat. So, und deshalb, um das mal so zusammenzufassen, würde ich sagen, tatsächlich, also die Elektrotechnik funktioniert relativ gut. Also, ja, wir können uns alle auf die Schulter klopfen hier, dass wir uns gegenseitig ganz gut Elektrotechnik beigebracht haben. Mit der Elektrotechnik klappt es, mit den Formeln meistens auch. Woran es dann häufig scheitert, ist einfach beim einem Ausrechnen oder an dem mathematischen Formalismus, der dahinter liegt. Oder eben der Mathematik, die man als Werkzeug braucht, als Hammer, ja, um die elektrotechnischen Probleme zu lösen, um den elektrotechnischen Nagel in das Brett reinzutreiben. Und was meines Erachtens oft fehlt, sind so ein bisschen mehr Methoden, um mal zu gucken, ob denn das eigene Ergebnis stimmen kann. Ja, mal eine Überschlagsrechnung zu machen, mal irgendwie einfach mit gesundem Menschenverstand darüber nachzudenken, eine Einheitenprobe zu machen. Also wie viel fehlt, ne? Ich meine, wenn die Einheit am Ende stimmt, ist das jetzt kein stringenter mathematischer Beweis dafür, dass man richtig gerechnet hat. Aber wenn die Einheit nicht stimmt, dann ist die Rechnung mit Sicherheit auch falsch. Ja, also eine Einheitenprobe, wenn die am Ende fehlschlägt, weiß man, wird nicht so wahnsinnig gut funktioniert haben, was man da gemacht hat. So. Und ja, vielleicht ist das auch tatsächlich was, wo wir im nächsten Jahr nochmal ein bisschen eher in den Übungen drauf eingehen müssen. Aber also vielleicht ist es auch was, was man ja, also tatsächlich irgendwie in den Übungen ein bisschen machen muss. Also was ich ja auch ab und zu feststelle, wenn ich irgendwie Übungstermine habe, ne, irgendjemand hat was vorbereitet, stellt das vorne sehr schön vor und dann sitzen alle anderen da und schreiben das irgendwie ab, ja, ohne das jetzt groß zu hinterfragen, ob das richtig oder falsch ist. Und das muss man aber die ganze Zeit machen. Also ich meine, das, ich habe selten Fehler auf meinen Folien, aber es kommt eben auch mal vor, aber ne, dass Fehler auf Folien sind, dass Fehler in Büchern sind, dass Fehler auf Webseiten sind, das ist relativ normal. Und eigentlich, wenn man irgendwie gut ist, klar, im ersten, zweiten Semester ist das manchmal so ein bisschen schwierig, aber eigentlich muss man alles immer irgendwie so ein bisschen hinterfragen, kann das sein, kann das so stimmen? Erscheint mir das sinnvoll, ist das plausibel? Wenn ich das jetzt gerechnet hätte, wäre ich auf die gleiche Lösung gekommen.